Also jeder Fall wird hier gleich behandelt. Natürlich sind die Fälle, in denen die Öffentlichkeit zusieht, Medienpräsenz da ist, auch Fernsehteams oder auch die Printmedien das verfolgen, vielleicht etwas mehr fokussiert und aufgeregter, ja, aber das hat nichts mit der Qualität der Arbeit zu tun, sondern man versucht eben alles optimal vorzubereiten und für jeden gleich auch die optimale Leistung zu bringen. Die Mitarbeiter sind natürlich super wichtig. Ich habe auch ein tolles Team hier hinter mir und mit uns zusammenarbeiten, die uns den Rücken frei halten und versuchen natürlich auch die Mandanten so gut wie möglich zu bedienen. Und das machen die eigentlich tagtäglich mit einer Top-Motivation und einer sehr guten Auffassung von ihrem Beruf. Wir haben ein Konzept, dass man keine Schwellenangst haben muss. Hier kann jeder reinkommen. Wir haben Beratungsleistungen, die wir für kleines Geld auch anbieten. Wir wollen auch jeden vertreten. Wir machen keine Unterschiede zwischen gut und schlechten Mandanten. Sowas gibt es bei uns nicht. Datenschutzrichtlinien der EU, die müssen alle Leute auf ihrer Internetpräsenz einhalten. Die müssen, wenn sie Kontaktformulare haben und ähnliches, natürlich beachten. Da gibt es eine Menge Beratungsbedarf. Wir sind gerade dabei. Wir haben auch noch Schulungsräume, die wir anbieten, wo wir entsprechende Schulungen vorbereiten, damit wir die Selbstständigen, aber auch den Normalverbraucher, der eben eine Internetseite unterhält oder in sozialen Netzwerken unterwegs ist, da auf dem richtigen Weg ist und nicht von Abmahnwellen überflutet ganz viel Geld bezahlen muss. Manchmal denkt man natürlich irgendwie, kneif mich mal kurz, ne? Warum kriegt ein Anwalt aus Hameln eben dann auch solche Fälle, die bundesweit oder sogar schon auch weltweit, ne? Neulich New York Times, wurde ich auch zitiert, eine Rolle spielen. Natürlich, die Fälle finden hier auch statt. Ich glaube, dass das Geheimnis immer ist, wenn man seinen Beruf oder das, was man macht, liebt, dann kommt der Erfolg auch zu einem und dann kann man auch vernünftig arbeiten, ohne dass man das speziell vorbereiten muss oder planen muss. Also die Anwältinnen und Anwälte, die bei mir arbeiten, die sind alle super engagiert, die lieben auch ihren Beruf genauso wie ich und gehen da mit Herzblut und Verstand an die Sache und sind immer auch zu empfehlen. Ich selber würde jeden Einzelnen beauftragen, wenn ich ein Problem hätte. Ja, wenn man Anwalt ist, dann hat man keinen Feierabend. Also man kann irgendwie nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie 17 Uhr zu Ende. Man lebt mit den Fällen, man schläft mit den Fällen ein, man wacht mit den Fällen auf, man leidet auch mit den Fällen, man überlegt quasi bis zum Ende seines Bewusstseins, fast noch in den Träumen über die Fälle und Lösungen und wie man da rangeht, wie man das vielleicht auflöst, wie man auch Verstehen näher bringen kann. Gerade im Strafrecht geht es ja oft um Verständnisfragen und auch um Verständnis für die Tat. Ich bin stolz auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die machen das hervorragend, die halten uns den Rücken frei als Anwälte. Und wenn man solche Mitarbeiter hat, dann ist das ein wesentlicher Beitrag zum Erfolg, den man haben kann als Anwalt, denn das Backoffice ist das Wichtigste, was es gibt. Ich freue mich jeden Tag auf die Mandanten, auf die Probleme, auf die Hilfestellung, die ich und mein Team bieten kann. Wir freuen uns eigentlich alle und begrüßen Sie ganz herzlich bei uns in den Kanzleiräumen und nehmen uns Ihres Problems an.